Die Länderspielpause neigt sich dann dem Ende entgegen. Sonntag geht es weiter, 13.30 Uhr bei der Fortuna. Ich darf unseren Trainer Stefan Rutenbeck ganz herzlich begrüßen und euch, Sie alle, bei der Pressekonferenz heute. Und Stefan, dann freuen wir uns auf deinen Ausblick auf den kommenden Sonntag. Ja, erstmal Servus von mir. Fortuna Düsseldorf, der kommende Gegner. Ein paar Fakten zu Düsseldorf. Ja, die haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren, haben insgesamt nur 2 Gegentore bekommen am ersten Spieltag, haben da die erste Halbzeit einen Tick verschlafen, haben dann aber nochmal ein 2-0 gegen sich dann korrigiert zum 2-2 in Sandhausen, haben anschließend dann den VfB Stuttgart geschlagen 1-0, haben im Pokal in Rostock 3-0 gewonnen und haben zum Abschluss vor der Länderspielpause in Lautern 0-0 gespielt, habe das Spiel auch selber gesehen. Ging hin und her und hatte zum Schluss aber eher so das Gefühl gehabt, dass Düsseldorf näher am Sieg dran ist als Kaiserslautern. Es ist eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, mit Spielern wie Rensing, Bellinghausen, Mattlung, Schmitz, Schauerte, Boczek, Fink, Hennings, alle Spieler, die man seit Jahren schon in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga kennt. Von daher kommt geballte Erfahrung auf uns zu. Ja, kompakt, 2 Gegentore, können aber auch Tore machen. In Rostock musste erstmal 3-0 gewinnen. Haben VfB geschlagen, schwieriger Gegner. Nichtsdestotrotz aber haben wir so viel Selbstvertrauen, dass wir nach Düsseldorf fahren und uns auch schon ein bisschen was ausrechnen. Wir glauben schon, dass wir da was mitnehmen können. Was es dann schlussendlich sein wird, werden wir sehen. Aber mit dem Punkt rechnen wir. Wollen wir auch holen, definitiv. Und ja, es wird nicht der Gegner sein von letztes Jahr in der Rückrunde, als wir relativ klar 3-1 gewonnen haben. Es ist ein anderer Gegner. Ich finde, der Gegner zeigt eine richtig gute Mentalität. Das zeigt dann auch so die Laufstrecken, die sie haben. Laufen in jedem Spiel über 115 Kilometer. Gerade so die Jungs da im zentralen Mittelfeld bei Düsseldorfern, die, obwohl sie auch schon ein bisschen erfahrener sind, haben immer die 11 da vorne stehen, also über 11 Kilometer, die sie laufen, oder fast an die 11. Ja, wird unangenehm, aber wie gesagt, wir können da was holen, definitiv. Zu unserem Personal, leider fallen weiterhin Serhan Sarara aus, Mathis Bolli fällt weiter aus und auch Jürgen Ciasula. Zudem ein Fragezeichen bei George Davis, der so ein bisschen was mitgebracht hat, eine Hauterkrankung aus der Sierra Leone. Zudem Nico Rapp, da gab es nach dem Zweikampf eine Prellung, ob er heute dann trainieren kann, wird sich zeigen. Der Kader ist dünn gerade aktuell, aber ist ja auch ganz spannend, dann könnte ich dann Jungs da präsentieren, die vielleicht im Vorfeld nicht ganz so viel sich zeigen konnten. Also ja, wir haben trotz all dem, trotz der Ausfälle, keine Angst und fahren selbstbewusst nach Düsseldorf. Damit habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden. Wer möchte den Anfang machen? Florian Pöhmann. Stefan, hast du den Eindruck, dass sich die Mannschaft in der Außenseiterrolle, die sie am Sonntag dann inne haben wird, sehr wohl fühlt? So mit Außenseiterrollen weiß ich nicht. Also die Liga ist halt so eng, ne? Auch schon 1000 Mal erzählt. Aber na klar, in Sachen Erfahrung bestimmt. Ja, aber trotz all dem haben wir genug Qualität, dass wir sagen, ja, wir fahren da jetzt nicht hin und hoffen auf den lieben Gott, sondern wir fahren da hin und sind auch selbstbewusst und wollen auch was mitbringen, ganz klar. Deswegen Außenseiterrolle wohlfühlen, also wir haben einen klaren Auftrag und wollen Punkte holen. Aber es ist natürlich schon so in der Zentrale, wenn Ciasula ausfällt mit Hofmann, davor wird dann Rapp, womöglich fällt ja auch noch aus, dann bleibt da nicht viel. Ne? Dann spielt wieder ein 19-Jähriger da, oder? Ist doch super. Das ist doch genau das, was wir in Fürth doch wollen und was wir allen Leuten erzählen, Ausbildungsverein. Dafür habe ich letztes Jahr auch ein paar Mal in die Fresse bekommen, wenn dann nicht die jungen Spieler gespielt haben. Jetzt hauen wir die Jungen rein, jetzt sagst du, vielleicht reicht die Qualität nicht. Also wie man es macht, ist es verkehrt. Na, ich freue mich drauf. Also wenn es dann so kommen sollte, dass den Benedikt Kirch spielt, ja, da hat er sich absolut verdient und wäre eine geile Geschichte, Jungen aus der eigenen Jugend. Und diesen Weg gehen wir. Ne? Also
Gehen wir weiter. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, hatten wir am letzten Spieltag die zweitjüngste erste Elf des Tages. Und wenn man dann unsere Bank angeschaut hat mit Steininger, mit Kirsch, glaube ich, hatten wir den jüngsten Kader von allen Mannschaften. Ist das super. Kräuter Fürth, Ausbildungsverein, jüngster Kader, viele 19-, 20-Jährige dabei, ist auch geil. Siehst du da im Umfeld auch, wenn man so diese, genau das jetzt, was du ansprichst, mit einbeziehst, siehst du da genug Geduld? Ja, im Verein schon. Ich hoffe, dass die Geduld dann auch, dass die Fans und alle mitbringen. Ich habe nicht immer so den Eindruck, ich lese ja auch ein bisschen was und so, und dass das dann immer auch jedem auch so mitbekommt. Mainz 05 habe ich ein paar kritische Stimmen gehört und haben 1-1 und da haben dann zwei U19-Spieler gespielt, eine komplette Halbzeit. Also puh. Einfach auch mal schauen, was bei uns da gerade passiert, dass wir auch ein bisschen was wagen und riskieren mit den jungen Kerlen, dass wir sie reinwerfen. Auch da habe irgendwo gelesen, Dosun, eine tolle Verstärkung, aber da hat Ramazan Yildirim, hat den aus der dritten Liga der Türkei irgendwo gefischt, ja, also, und alle anderen, da ist er vorbeigegangen und der funktioniert jetzt gerade bei uns halt, ist doch geil, auch da wieder, den holen wir einen Jungen da aus dem Niemandsland und präsentieren den in der zweiten Liga, ist doch geil. Aber mir darf keiner kommen, das war doch klar, dass der funktioniert. Sondern das ist dann im Grunde genommen in der Zusammenarbeit mit allem an uns festzumachen, an Trainerteam und all die daran zu arbeiten haben. Und dem Jungen natürlich. Willi Ebersberger. Inwieweit hat der Last-Second-Treffer, sag ich jetzt mal, im letzten Spiel, eigentlich die Brust bei den Spielern breiter gemacht? Auch da geht es darum, wir reden immer von Gier, Mentalität und sowas natürlich zu entwickeln über einen Zeitraum ist nicht immer ganz so einfach, weil du auch immer an den Typus denken musst. Nehmen wir mal als Beispiel, letztes Jahr in Hinrunde, Goran Cukalo zum Beispiel, der letztes Jahr noch da war, der steht genau für sowas. Ne? Jemand, der halt immer Spiele gewinnen will und, so, und sowas halt dann auch zu implantieren, das braucht ein bisschen. Ich habe das Gefühl gehabt, und zwar in allen Spielen, ob das gegen Hannover war, gegen Norderstedt war, also auch die Spiele, die nicht so gut gelaufen sind, jetzt gegen Hannover, dass die Mannschaft immer gewillt gewesen ist, das Spiel unbedingt zu gewinnen. Ja, vielleicht manchmal auch ein Tick zu euphorisch, aber auch da gab es Spiele im letzten Jahr, da hingen die Köpfe auf einmal, kein Selbstvertrauen mehr da und so. Und da hat sich ein bisschen was getan, sich ein bisschen was entwickelt. Klar kann das nächste Woche wie alles ganz anders sein, aber jetzt aktuell habe ich so das Gefühl, das merkt man auch im Training, da ist Feuer da, die Jungs wollen spielen, die Jungs wollen erfolgreich sein, das mache ich so an Leuten wie Trippic oder Rapp auch gerade fest. Und von daher, ja, glaube ich, hat sich da ein bisschen was bewegt. Aber wisst ihr was, immer sozusagen, Mentalität ist ja so ein In-Wort im deutschen Fußball und Gier. Ne? Du musst jetzt gierig sein. Du brauchst jetzt eine gute Mentalität. Wenn das so einfach wäre, ne? Wäre das ja geil. Also das ist eine Sache, die man entwickeln muss. Aber ist das nicht auch ein bisschen Grundvoraussetzung für einen Profifußballer, diese Gier zu haben, gewinnen zu wollen? Hast du mal vor 35.000 Zuschauern gespielt? Nicht ganz. also es gibt natürlich in der Summe auch noch ganz andere Dinge, die da relevant sind. Ne? Also da geht es auch darum, auch natürlich Angst und so, ne? Fehler zu machen halt und sowas halt. Ne? Dafür steht zum Beispiel Jasula, dem ist das scheißegal, ob da 35.000 sind und so. Das ist auch eine Typusfrage halt so halt, ne? Die man entwickeln kann. Und dann gibt es Jungs natürlich dann, die halt auch diese Anerkennung brauchen von den Zuschauern. Wenn dann gepfiffen wird, dann machen die ja gar nichts mehr. Das heißt also, da muss man halt was entwickeln. Und da ist natürlich dann aufgrund auch bei uns auch Psychologie auch ein Thema ist und so, und sind das Dinge halt, an denen wir mit den Jungs auch arbeiten. Gestern ist ja der Erhun Obanor eingetroffen. Erst die Zitate von euch haben wir ja schon gelesen. Da stand auch drin, der soll schnell integriert werden. Wie schaut es denn bei dem aus? Spricht der Englisch? Kann der schon ein paar Brocken Deutsch? Oder wie schaut es da aus? Also er spricht richtig gut Englisch, da gibt es keine Probleme. Integriert werden, also er ist ein Typ, der auf die Leute zugeht. Hat noch gefehlt, dass er kommt und mich abklatscht und hat mich umarmt. Und, also der ist total offen und cooler Typ und ich glaube, passt ganz gut in unsere Runde.
Also er ist spannend. Ich glaube, es ist auch wichtig gewesen, jetzt noch einen Innenverteidiger zu verpflichten, weil wir Nikolai Rapp auch mittlerweile ja auch voll im Mittelfeld angesiedelt haben. Und sonst hätten wir nur 3 Innenverteidiger. Und das ist allein schon für den Trainingsbetrieb eine Katastrophe. Und so haben wir 4. Und ich glaube, dass der Erhuhn, wenn er ein bisschen Zeit bekommt von mir, vom Verein, dass der auch dann da noch einen großen Entwicklungssprung machen kann. Kann man das schon abschätzen, wenn der mal eingreifen kann? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Fitnesszustand von ihm kennt. Er trainiert ja heute zum ersten Mal. Kann man da schon ein Zeitfenster bestimmen oder gar nicht? Nee, dafür ist er einfach noch zu jung. Und er hat natürlich auch trainiert und Programm gemacht in Nigeria, aber hat alles natürlich nicht das Niveau wie bei uns. Deswegen freue ich mich auf die nächste Länderspielpause mit ihm. Also mit ihm, darauf freue ich mich dann. Und da wissen wir dann auch ein bisschen mehr. Ist denn sein persönlicher Stand? Er durfte jetzt dann doch nicht bei den Spielen in Rio mitmachen. Alles ein bisschen sehr unglücklich gelaufen aus seiner Sicht. Hat er sich da schon erklärt? Ist das Thema Nationalmannschaft für ihn damit gegessen? Oder hofft er da weiterhin auf Einsätze? Habt ihr da überhaupt schon drüber gesprochen? Haben wir noch nicht so drüber geredet. Aber wenn man so die Afrikaner kennt, dann weiß man halt einfach, für die ist es eine besondere Ehre, dann auch für ihr Land aufzulaufen. Deswegen glaube ich, wird das da kein Thema sein. Bisschen kurios abgelaufen da, ne, wie das so gelaufen ist, weil er galt eigentlich als Stammspieler. Von daher, ja, schnell abhaken, neue Aufgaben sich stellen. Er freut sich riesig auf Deutschland. Und von daher, warten wir einfach mal ab, auf die nächsten Wochen. Andreas Schuster. Khalid Narai ist zumindest von den Feldspielern, also außer Torwart, der Einzige, der als Neuzugang gekommen ist und immer gespielt hat bisher. Vielleicht kannst du ihm 2, 3 Sätze sagen, wie gefällt er dir bisher? Ja, also Khalid ist jemand, der eine enorme Dynamik hat, der da anschiebt auf den Außenbahnen, immer für Druck sorgt auf diesen Positionen, der nach hinten aber auch noch seine Probleme hat. Das hat man gerade gegen München gesehen, gegen Olic, wenn er auf so einen erfahrenen Jungen kommt. Aber auch da arbeiten wir mit ihm dran. Aber um dich zu verbessern, es sind nicht 2, es sind nämlich 3. Also und 3 in der ersten Elf zu haben vom letzten Jahr, also wenn ich an Serdar Dursun jetzt denke zum Beispiel, finde ich, ist schon eine vernünftige Quote. Vernünftige, weil halt wir auch bis Eingespielte kommen wollen. Das heißt also 3 Spieler von 11 dabei zu haben von den 90ern ist schon nicht so schlecht. Er kam ja von Dortmund, war zuletzt dann in Paderborn. Dortmund ist natürlich immer ein großer Name, was das angeht. Wie viel Potenzial siehst du denn bei ihm? Luft nach oben? Also nicht zu vergessen, dass er in Leverkusen ausgebildet worden ist. Also so lange war er nicht in Dortmund gewesen, ich glaube 1,5 Jahre. Und davor halt ein paar Jahre mehr in Leverkusen, gute Ausbildung genossen, beidfüßig, kann auch offensiv alles spielen, hat er jetzt auch gegen Mainz als linker Außenverteidiger ein Tor gemacht, ist auch nicht das erste Mal, hat auch schon mal in der Vorbereitung auch mal gemacht, also er hat also auch als Goalgetter auf dieser Position gewisse Qualitäten, gerade im Konterspiel. Da gibt es also Riesenpotenzial. Man muss ihn ein bisschen einfangen, diese Wildheit muss man ihm ein bisschen lassen, aber auch ein bisschen nehmen, damit er dann einfach da auch ein bisschen strukturierter in seinem Spiel halt ist. Aber dann ist das ein Spieler, der definitiv auch noch eine Klasse höher spielen kann. Aber geben wir ihm mal nochmal 1, 2 Jahre und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da nochmal ein Sprung stattfinden wird. Martin Ferschmann. Ich frage immer ab und zu ganz gern mal nach, was Ilya Assemi macht. Ihr spielt jetzt bei den Amateuren. Geht es bei dem voran, sodass man sagt, irgendwann kann er bei euch oben nochmal anklopfen oder ist da immer noch ein gewisser Stillstand zu bemerken, weil eben das alles ein bisschen zu viel ist von der Belastung? Also es gibt so Auf und Abs, die er hat. Ne? Die Trainingswoche jetzt war sehr gut gewesen und trotzdem glauben wir, dass er ist auf jeden Fall ein Kandidat schon für das 18er-Team, ja, ganz klar.
Wir haben uns aber entschieden mit ihm zusammen, dass er nochmal U23 spielt, bevor es dann in die englische Woche geht. Aber da kann natürlich viel passieren in der englischen Woche. Also, und er ist schon so weit, dass er auch ein paar Minuten spielen kann. Also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Er bringt gewisse Qualitäten mit, gerade dann auch im 16er als Stoßstürmer. Und er macht da gerade größere Schritte, als wir gedacht haben. Als letztes Spiel hat er wirklich gut gespielt in der U23. Das war, das haben wir analysiert, uns mal angeschaut und macht einen Schritt nach vorne gerade. Flo Pillmann. Wer wird denn, sollte es am Sonntag tatsächlich angeben, Elfmeterschießen? Der Robert Juhl natürlich. Habt ihr das nochmal trainiert die Woche? Also, dass ein Spieler eine Elbe verschießt, fragt man bei Müller nach, Bayern München. Passiert. Das, was mir beim Robby nicht gefallen hat, ist die Körpersprache danach. Also, er hat lange gebraucht, um da wieder ins Spiel reinzukommen. Und große Spieler, gute Spieler, egal ob in der Bezirksliga oder in der Champions League, die hauen das weg. Ne? Also, die hauen das weg und dann geht es halt weiter und dann machen sie trotzdem ein Top-Spiel und oder. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Er war dann auch für mich zu negativ. Und dort ist mit ihm auch besprochen worden und er ist da einsichtig und er weiß halt auch, dass das genau diese Dinge sind, wo er den nächsten Schritt machen muss. Einfach dann auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind, mit aller Macht positiv zu korrigieren und nicht dann die Mannschaft da zu viel mit seinem eigenen Phlegma weh zu tun. Aber das sind so Dinge, also das sind ja Dinge, also wir reden nicht über die fußballerische Qualität von Robert Juhl, ne, die ist da. Das sind Sachen, auch wieder Mentalität, ne, Typus, den man ein bisschen verändern kann.